Okidoki, im nächsten Level. Oh, holy shit. Hier geht direkt die Action ab. So, haben wir hier schon irgendwas in dem ersten Raum? Ich glaube nicht. Oh doch, Kultisten. Hehehe. Aber wir haben auch glücklicherweise sehr viel Muni. Ganz einfach. Okay. Ah, theoretisch könnten wir doch eigentlich... Na? Au. Geht doch. Geht doch. Cool. So, hier haben wir, glaub, nichts mehr. Nope, nope. Okay. War das alles hier? Nichts weiter? Na, dann springen wir mal wieder rein. Dann springen wir mal wieder rein. Hier kommen wir auch nicht durch. Das ist jetzt interessant. Das kriege ich nicht kaputt, oder? Vielleicht mit TNT? Nö. Ist hier irgendwo ein Riss, den ich nicht sehe? Nee, auch nicht. Ich bin lost. Warte mal, vielleicht schafft man ja hier... Muss man hier hochspringen, so vielleicht? Nee. Das wäre ja auch zu albern. Oder? Dass man hier so einen Sprung nach draußen schafft. Ach kommt, Leute, das kann doch nicht zu kompliziert sein. So viel ist hier nicht. So viel ist hier wirklich nicht. Lass mich raus, ich bin gefangen, bitte. Und die Sirene macht's nicht besser. Bin ich offen und ehrlich. Die ist ein bisschen nervig und penetrant. Hui, naja. Das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht so hart lost sein. Das sind zwei Räume, wenn überhaupt. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, sind mehr, aber. Warte mal kurz. Ich muss mich einfach an der Map orientieren. Das hier. Das hier ist verdächtig. Wieso geht's da so hoch? Und wieso komme ich da nicht hin? Wieso ist... Warte mal. Nee, das ist auch nicht. Hä? Ach, Leute. Wie gemein. Ich breche einfach mal ab. Okay, ich habe jetzt was rausgefunden. Und zwar, wenn ich hier... Ja. Wie auch immer man da hätte. Ich meine, ich bin ja auch drauf gekommen, aber ich habe halt einfach nur rumprobiert. Ich hatte mich zuerst, Aui. Ich hatte mich zuerst mit einem TNT rüber katapultiert. Was sehr viel Schaden gemacht hat übrigens. Und dann hab ich bemerkt, dass das alles dann aus irgendeinem Grund explodiert. Und ja, dann bin ich halt einfach auf die Idee gekommen, mal ein TNT rüber zu schmeißen. So, was passiert, wenn ich hier runter droppe? Oh nein. Join us. Join us. Hey. Wollt ihr immer noch, dass ich euch joine? Ja, du kannst mich hier nicht erreichen, hä? So, krieg ich die hier.
geht doch. Sie rennt weg. Nein, bleib hier. Marana. Ach du Kacke. So, jetzt pass mal auf. Yeah. Wie die einfach, wie die einfach nur geröstet werden von dem Ding. Absolut krank. Holy shit. Zum Thema absolut geröstet werden. So. Ihr gruppiert euch nochmal bitte ein bisschen. Das freut mich doch. So. Ey, es funktioniert doch großartig. Absolut großartig. Ja, kommt alle nur her. Ich weiß gar nicht, ob das einen alternativen Feuermodus hat. Ah, okay. Einen aufgeladenen Schuss. Ja, ich glaube, den werde ich nicht sehr viel benutzen. So. Ja, gut. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Dann machen wir das hier mal so. Wunderbar. Gut. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht verfügbar. Peng! Au! Holy. Das kann immer sehr böse ausgehen, wenn es auf einmal nicht so gut funktioniert. Okay. Also, das ist jetzt natürlich blöd für die Leute da. Aber es sind offensichtlich Freunde, die da rumbombardieren. Die haben mir ein Live-Seed offenbart. Also ich bin persönlich ja dann eigentlich gar nicht mal so mad. Ich kann jetzt natürlich nicht für andere sprechen, wie die zu dieser ganzen Sache stehen. Und viel Spaß beim Brennen. Au. Das müssen wir kurz so regeln. Nice. Eieieiei. Mein Live-Seed war glücklicherweise da und hat mir mehr oder weniger den Arsch gerettet. So, nice. Und jetzt kommt schön hier runter. Oh, ihr Gargoyles, ihr nervt. Kommt doch einfach hier runter, dann ist alles super. Okay, da brauchen wir einen Mondschlüssel. Okay. Das ist fürs Erste eine Pattsituation, Kumpel. Wir machen das später noch. Okay, mal gucken, ob ich den jetzt gut erwische mit dem TNT. Naja, es erwischt ihn zumindest. Jetzt hoffe ich nur, dass er nicht so viel AP hat. Ja, ich weiß ja nicht, ob das so klug war. Jetzt, na egal, jetzt habe ich es angefangen. Jetzt muss ich es zu Ende bringen, oder? Geht doch. Der hier will halt echt nicht runterkommen, ne? Maximal belastend. Dann kommen wir jetzt hoch. Ach, da ist die Tür. Remote Detonator. Au. Ich mache immer noch den Fehler und traue gelegentlich einfach dem Frieden.
So, ein bisschen Napalm Launcher Muni spare ich mir jetzt doch auf für Notfälle. Die blöden Penner. Dafür hast du den Tod verdient. Dank dir bin ich runtergeflogen. Gemein. Maximal frech war das. So. Das mag ich ja mal überhaupt nicht. Ist hier noch irgendwas? Nö. Oh Gott! Ach, ich hab die... Ey, wisst ihr was? Das ist eigentlich sogar ganz gut. Das ist eigentlich sogar ganz gut. Ah ja, da waren die ja noch... Ah, nice. Der Mondschlüssel. Super. Was ist denn hier? Da war ich ja auch noch gar nicht. Ich kenne mich in dem Level generell noch überhaupt nicht aus, ne? Also. So, ganz einfach. Brains. Naja, hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Jetzt ist dieser blöde Gargoyle noch am Leben, ne? Frech. So, viel besser. Oh, nice! Wie geil! Wie geil das getroffen hat! Heilige Scheiße, sah das gut aus. Oje, oje. So, kriegen wir den Zombie zuerst. Sehr gut. Oje. Hei, hei, hei. Oh, na, hätte ich das mal früher gewusst. Einfach der Schnelligkeit halber. Zack, das schnappen wir uns, das schnappen wir uns. Ja, die Explosion hätte wahrscheinlich die ganzen Kultisten da drin gekillt. Schön wär's gewesen. Monolith Productions. Ah, jetzt sind wir hier. Ah, ja. Normalerweise hätten wir die von hinten erwischt, oder was? Gut zu wissen. Gut zu wissen. So. Okay. Da geht es nicht ins Wasser. Was ist hier? Oh, cool. Oh nein, Spinnen. Ah. So, nimm das. Ha, da könnte man eigentlich gucken, ob hier vielleicht zufälligerweise irgendwo ein Live-Seed drin ist. Yes, nice. Da ist sogar tatsächlich ein Live-Seed. Ich wollte eigentlich Live-Essence sagen. Aber hier ist tatsächlich einfach ein Live-Seed drin. Das ist ja mal großartig. So, ich sehe den da oben. So. Na, du kommst jetzt mal schön hier rein. Dann machen wir das einfach so. Let's go. Oh, upsi. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Zack.
Meins? Oh wow, wie viel Muni wir dafür schon haben. Nett. Kann ich vielleicht tatsächlich mal für ein bisschen mehr verwenden. Hat zufälligerweise von euch noch jemand einen Live-Seed. Schön wär's, ne? Aber das ist, das wäre zu viel verlangt. Ja, dann komm doch hierher. Nice. Okay, oh, warte mal, das hier sehe ich noch. Das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. I swear your soul. Au, 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 au. Weg mit dir. Die Dinger sind witzig. Finde ich zumindest. Wow, so viel Schrotflintenmuni schon wieder. Ha. Na komm. Die sind echt resistent gegen Schrotflintenschüsse, kann das sein? Weil die tanken die ja mal richtig hart weg. So, zack, zack. Aber das ist in Ordnung. Hier liegt so viel Schrotflintenmuni, dass mir das egal sein kann. Und das finde ich gut. Zack, paar Flares. Ein paar Brains. Was geht denn da schon wieder kaputt? Auf jeden Fall nice, dass wir ein bisschen Muni wieder für den Napalm Launcher haben. Wo sind wir denn jetzt hier? Und ich wollte euch nicht beim Kochen stören, ne? Also wenn ihr eure Hirne gerade irgendwie röstet oder so. Ich will euch nicht sagen, wie ihr eure Hirne zu essen habt. Ihr werdet das schon ganz gut selber hinkriegen. Ding. Oh nein, Ratten. Da haben sie die Ratten also versteckt. Die können nämlich gar nicht selber kochen. Die machen es wie bei Ratatouille. Yeah. So. Loading. Das ist ja interessant. Bin ich gespannt, ob ich hier wirklich eine Ladezeit krieg. Nee. Offensichtlich nicht. Hier drin war ich glaube auch noch nicht. Na, was eine schöne Überraschung. Na komm. Ich hab Schrotflintenmuni zu verballern. Oh, hi, Digga. Mann, da unten, das klang irgendwie gefährlich. Sind das die Hellhounds da unten? Nice. Das funktioniert doch echt so gut. Das kann doch gar nicht sein. Es ist gruselig, dass das so gut funktioniert. Muss ich mich da beeilen oder habe ich Zeit? Offenbar habe ich Zeit und das ist ja mal cool gemacht. Au. Och komm, really. Frech. Schade, der hat eigentlich gut erwischt. Beide erwischt, einer ist sogar direkt gestorben. Naja. Das kriegen wir aber nochmal hin. Das kriegen wir sogar besser hin. Double kill, kill, kill. Whoa, what the hell did that do? Ich habe keine Ahnung. Aber wir können es herausfinden. Gehen wir auf ein Abenteuer. Uiui. Oh Mann, ich will euch alle da reinschubsen. Viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, ob das die tötet, by the way. Keine Ahnung, ob die das tötet. Ob die da drin jetzt verbrutzelt sind oder ob es denen da drin einfach nur gut geht und die es einfach nur warm haben. Hallo. Aui. Au. Frech. Aha. Okay. Coole Sache. Oh je.
Waffe würde ich doch auch mal ganz gerne gegen euch testen. Ja, ich sehe das Potenzial. So, zack. Ich habe noch 2 HP, aber zur Not habe ich noch den Koffer. Also alles gut, alles im Lot. Ah, ich erinnere mich. Da war noch ein Kultist, ja. Tja, ich habe euch outplayed. Nevermind, ich habe euch nicht outplayed. Aber ich werde euch jetzt outplayen und zwar damit. Hehehe. Ich nehme mal schwer an, das wird nur dies, ja, das Tor wieder zumachen. Irgendwas habe ich jetzt aktiviert. Locked. Locked. Ah. Nein, ganz viele Hände. Weg mit euch. Weg mit euch. Wow. Diese Hände, ey. Wieso klappt das nicht? Was macht das eigentlich? Ah, das macht das Sicherheitssystem an, okay. So, ganz einfach. So, und mit einer werde ich ja wohl fertig werden. Ach du Kacke. Das sieht interessant aus. Ein Schalterrätsel. Ja, gut. Nee, die fliegen. Nee. Das flog nicht so gut. Es hat zumindest ein bisschen getroffen. Ja, nett. Ach du Scheiße. Na. Sehr gut. Ich traue dem Frieden nur noch nicht so ganz. Okay. Interessant. Alles tot? Tatsächlich. Dann gucken wir mal, wie wir uns geschlagen haben. Okidoki. 1 von 3 Secrets, da müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Okidoki, dann fangen wir mal an. Ein Secret haben wir quasi schon gefunden, wir haben es nur nicht getriggert. Und zwar muss man sich hier drauf begeben, damit das Secret auch als revealed gilt. Und dann gehen wir tatsächlich sogar noch einmal hoch. Ich habe nämlich noch einen Raum gefunden, den ich komplett gar nicht gemacht habe. Muss ich den nur noch mal wieder finden. Das war hier hinten, genau. Wir gehen noch mal ganz, ganz weit nach hinten. Springen wir noch mal kurz hier rüber. Zack, zack. Noch mal hier rein. Und zwar sind hier noch Gegner. Tatsächlich. Nice. Oh je. Ja, komm. Viel kannst du ja nicht mehr haben. Nice. Nice, nice, nice. Hier haben wir noch einen Arztkoffer. Den nehmen wir uns natürlich auch mit. So, wunderbar. Dann suchen wir uns jetzt nochmal den Weg Richtung Exit. Ach, da hätte ich auch da lang gekonnt. Hä? Ja, gut. Ja, blöd. Mein Orientierungssinn. Naja. Egal. Wir gehen hier hoch. Zack, zack. Springen hier rein. Springen hier rüber. Klicken das hier an. Und dann öffnet sich hier noch
ein Secret mit einer Voodoo-Doll. Super, oder? Würde ich mal sagen. Und damit haben wir dann alles weitere erledigt. Bis auf 3 Kills offensichtlich. Aber die dürfen da auch gerne noch ungekillt irgendwo im Level rumstehen. Aber gut, aber gut. Dann würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.